Seit einigen Jahren geht ein neues Gespenst um und dieses Gespenst hat viele Namen. Unter den Begriffen Mind Control, Electronic Harassment und Gangstalking versteht man eine neue Form des Terrors gegen Individuen. Aus vielen Ländern und allen Kontinenten berichten Menschen von ungeheuren Verbrechen. Dazu zählen Folter und Bestrahlung mit elektromagnetischen Waffen, Einbruch in die Privatsphäre, Überwachung und Verfolgung, Sabotageakte, Rufmord sowie schwere körperliche und seelische Misshandlung. Mit Hilfe modernster Technik ist es möglich, Menschen in ihrer natürlichen Umgebung rund um die Uhr zu überwachen. Dabei werden hochfrequente elektromagnetische Wellen verwendet, die eine Beobachtung durch Hauswände hindurch möglich machen. Diese neuen Waffen sind bekannt als Directed Energy Weapons und können massive Hauswände und Beton problemlos durchdringen. Die Wirkung ist sehr vielseitig. Dazu zählen Stiche, Hitze, Druck gegen den Körper oder im Körper, Brechreiz, Sehstörungen, Brennen in den Augen, Juckreiz, Schlaflosigkeit, extreme Müdigkeit, Hautausschläge bis hin zu Knochenbrüchen. Dazu kommen akustische Effekte wie Knack- und Ploppgeräusche, Klicken, Ticken oder Klopfen gegen Gegenstände. Zur Wirkung der Directed Energy Weapons zählen auch technische Störungen wie Manipulation von Haushaltsgeräten. Für die Betroffenen ist es schwer, sich zu schützen. Die elektromagnetischen Wellen sind farb- und geruchlos, sie dringen durch fast alle Materialien wie Beton und Steinwände. Zusätzlich werden viele der Betroffenen durch organisiertes Stalking terrorisiert. Man spricht hier von Organized Stalking oder Gangstalking. Dabei werden die Betroffenen immer wieder durch Fremde belästigt. Die Belästigung findet so statt, dass sie nicht beweisbar ist. In der Regel passiert das, wenn die Betroffenen alleine unterwegs sind. Dazu kommen Telefonterror, Computerhacking, Datenveränderung, Sabotage zu Hause oder bei der Arbeit. Die hohe Professionalität und der technische Aufwand deuten darauf hin, dass es sich bei den Tätern um gut ausgebildete Profis handelt. Internationale Geheimdienste arbeiten schon lange mit elektromagnetischen Waffen. Obwohl in der Öffentlichkeit nur sehr wenig von dieser Technik bekannt ist, wird seit fast 50 Jahren daran geforscht. Die ersten großen Untersuchungen gehen in die 1950er Jahre zurück, als das Geheimprojekt der CIA namens MK-Ultra begann. Bereits damals wurden unwissende Personen von den Geheimdiensten als Versuchskaninchen benutzt. Im Laufe der Zeit wurde die Technik immer weiter perfektioniert. Diese Technik eignet sich als perfekte Folterwaffe. Es ist aber auch möglich, einen Menschen zu töten und dies als einen natürlichen Todesfall aussehen zu lassen. Auch ein Arzt könnte einen Herzinfarkt, verursacht durch eine Mikrowellenkanone, nicht von einem natürlichen Herzinfarkt unterscheiden. Auch im Irakkrieg werden Mikrowellenwaffen verwendet. Man hat dort völlig gekochte und bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leichen gefunden, die mit einer noch unbekannten Waffe getötet wurden. Auch in Europa sind etablierte Waffenfirmen damit beschäftigt, diese Technik auszubauen. In Ettlingen bei Karlsruhe findet alle 2 Jahre das European Symposium on Non-Lethal Weapons statt, auf dem die European Working Group Non-Lethal Weapons über die aktuelle Entwicklung auf diesem Gebiet spricht. Auch das Deutsche Fraunhofer Institut ist an diesen Forschungen beteiligt. Diese Waffengattung ist eine Gefahr für die Menschheit, da sie zur Kontrolle und zur Unterdrückung der Bevölkerung eingesetzt werden kann. Die Tatsache, dass so wenige Menschen über diese Technik informiert sind, ist ein Zeichen dafür, dass die Technik gegen sie selbst eingesetzt werden soll. Unter dem Vorwand der Aufstandsbekämpfung wird ein Überwachungsstaat aufgebaut, der in einer neuen Diktatur enden kann. Die ersten Ausläufer sind schon zu spüren. Die Betroffenen des Terrors mit elektromagnetischen Waffen sind die ersten Opfer dieser neuen Diktatur. Informieren Sie sich. Helfen Sie mit, diese neue Form von Unterdrückung zu beenden. Schon morgen könnten Sie oder Ihre Kinder betroffen sein.